Tag, Kollege. Sie fahren den aus Amsterdam kommenden ICE 105 von Köln nach Karlsruhe. Bedingt durch eine Baustelle bei Mainz müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Fahren Sie im ersten Teil bis nach Koblenz. Lassen Sie nun die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 10:46 Uhr und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom TSC mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitas. Wir fahren heute ein Szenario aus dem Hause Joint Together. Aus dem Themenpaket Baureihe 407 und zwar den ersten Teil. Und ich würde sagen, wir beginnen. Werden als erstes mal die Türen öffnen. Dann werden wir natürlich die Zugsicherungssysteme einstellen, als da wären PZB, SIFA. Warten kurz, bis die PZB aktiv ist. So, das ist sie. Dann können wir die LZB einstellen und die AFB. Die AFB schaltet man im Übrigen mit Shift A ein. Nur falls Sie das machen, das natürlich erstmal auf 40. So, dann können wir hier noch weiter aufrüsten. Die Lichter einstellen. Die Zuglichter bzw. Spitzenlichter. So, dann sind wir eigentlich soweit fertig. Können hier noch die Break on. Genau. So, dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Können uns das ja von draußen ansehen. Dort, Spitzenlichter sind eingeschaltet. Türen sind geschlossen. Ich würde sagen, da müssen wir natürlich noch den Richtungswender nach vorne verlegen, sonst wird es überhaupt nichts. So, dann können wir abfahren. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. So. Wir uns befreien, das ist sehr schön. Die SIFA drückt man im Übrigen mit Enter. Also auf dem Nummernblock das Enter, wohlgemerkt. So, wir dürfen 70. Mittlerweile dürfen dann auch schon 80.
Aber natürlich. 90. Da hinten warten einige Züge, IC1 unter anderem. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn und meines gesamten Zugteams begrüßen wir alle in Köln eingestiegenen Fahrgäste zur Fahrt nach Basel SBB über Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt Flughafen und Mannheim. Bitte beachten Sie, durch Bauarbeiten wird unser Zug ab Mainz über Frankfurt Flughafen umgeleitet. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten werden wir Sie ab Mainz informieren. Unser nächster planmäßiger Halt ist Hauptbahnhof. Ja, es gibt insgesamt 4 Teile in diesem Themenpaket und bis wir dann irgendwann schließlich in Basel ankommen, so als wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen langsamer werden hier. Und wir fahren heute bis nach Koblenz im ersten Teil und all diese Städte, die unser guter Zugchef gerade aufgezählt hat, durchfahren wir im Laufe der 4 Teile. Ist dieses ganze Szenario ist käuflich zu erwerben bei der Firma bzw. beim Anbieter JTG oder auch Join Together für 7,55 Euro. Ich finde, für 4 Teile ist das ein relativ günstiger Preis. Muss man einfach so sagen. Ist jedenfalls meine Meinung. So, und dann können wir auch gleich schon auf die Hauptstrecke und können dann auch dementsprechend aufschalten in höhere Geschwindigkeiten oder auf höhere Geschwindigkeiten, nämlich 140 und 160. So, langsam kommen wir dann jetzt auf die Hauptstrecke drauf. Wir können dementsprechend dann auch gleich aufschalten. Während uns da ein Regionalexpress entgegenkommt in Form von Dostos und einer schiebenden 146, würde ich einfach mal tippen. Jawohl, dem ist so. So, 160. Mal ein bisschen Leistung aufschalten. Erste Station Bonn Hauptbahnhof. Von dort aus geht es dann über Koblenz Stadtmitte nach Koblenz Hauptbahnhof. Wobei wir Koblenz Stadtmitte nicht anhalten werden. Das wäre eher was für den Regionalverkehr. Ah, oh, noch schöne Formsignale. Ah, oh, das sind, ist gehoben. Kommt da hinter uns einer? Hier an den Güterumschlagplatz vorbei. Wunderschön. In Hürth-Karscheuren. Die
dieser ICEs nicht gleichzusetzen mit dem ICE 4, sondern das ist, ja, wie soll man sagen, eine Weiterführung von des ICE 3, würde ich jetzt mal sagen, ein etwas modernerer ICE 3, kann man glaube ich so sagen. So leinhaft drücke ich es jetzt mal aus, es ist der, oder die Baureihe 407. Während der ICE 3 ja unter anderem Baureihe 406 ist und 403 gibt es ja auch noch. Und das ist jetzt hier die Weiterführung oder die etwas modernere Ausführung. Baureihe 407, aber auch als ICE 3 bekannt. Velario BR 407, so nennt er sich ganz korrekt. So, gibt es da vorne was zu quittieren? Oder was ist da? Jawohl. Dem ist so. So, das heißt, ich war schon zu schnell. Du hast keine Sekunde zum Bremsen, das gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, ist so. Ich war zu schnell. Ich wollte doch bremsen. Ja. Ach. Ey, da hast du keine Sekunde zum Bremsen. Das gibt's doch gar nicht. Finde ich ein bisschen... Ja, ist okay. Ja. Finde ich ein bisschen blöde. Es wäre beim TSW anders gewesen. So, wir haben hier rot, deswegen sind wir gebremst worden. Wir waren zu schnell. Wir hätten auf 45 wahrscheinlich sein müssen. Aber ja. Mit dem roten Hauptsignal habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Gut, insofern war die Zwangsbremsung jetzt auch nicht so verkehrt. Wir hätten ja sowieso anhalten müssen. Der Güterzug wird ja wohl kaum vor uns Ausfahrt haben. Ja. Bin ich mal gespannt, warum wir jetzt hier rot haben. Jetzt haben wir gelb. Wir dürfen weiterfahren. Gehen wir erstmal runter auf 40. Mit Sicherheit 45 haben. Zugbeeinflussung. Wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei 40. Bis wir uns befreien können. Wir sind nämlich unter 1000 Hertz Beeinflussung. Nach wie vor. Flugbeeinflussung. Ne, befreien dürfen wir uns noch nicht. So, jetzt aber. Flugbeeinflussung. Dann können wir aufschalten. Thank you.
Gut, wenn das da gerade das rote Signal war, dann war ich natürlich zu schnell. Okay, kann ich verstehen. Sehe ich ein. Wunderschön. Wunderschön. So, 50 Kilometer noch bis Bonn Hauptbahnhof. War das schon wieder rot? Beziehungsweise gelb? So, rot ist aufgehoben, das heißt, wir können wieder aufschalten. Also ihr seht, wir haben hier mit roten Signalen zu kämpfen. Das ist kein chilliges Fahren hier. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Flugbeeinflussung, Flugbeeinflussung. SIPA. Ach, ich war zu Ah! Ich hab doch... Ich war zu schnell, verdammt nochmal. Mann, ich hab doch gebremst. Ich wollte doch... Ich hab gesehen, dass ich zu schnell werde und zu spät. Ein Ticken zu spät. Ich weiß, weil ich war über 25. So, beziehungsweise über 24. Also ihr seht, das mit dem Sonderfahrplan und so weiter und der Umleitung und so, das hat es jetzt schon in sich. Und wir sind noch nicht mal in der Nähe von Frankfurt. Also das wären sehr, sehr interessante vier Teile. Das kann ich euch schon mal versprechen. So viel Action jetzt schon. Ja, das kann was werden. So, da kommt ein Regionalexpress, oder? Ne, Güterzug, sorry, Güterzug.
Aber wir haben ja keine vorgegebene Zeit, wann wir da ankommen sollen. Von daher ist das schon ein bisschen Druck raus, muss ich sagen. Das macht die ganze Sache schon etwas entspannter. Also, als wenn man da irgendwelche festen Zeiten hat, die wären natürlich jetzt wieder vollkommen. Dann wären wir natürlich wieder vollkommen verspätet gewesen. So, 7 Kilometer noch. So, gleich müsste dann auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 kommen. Die war doch eigentlich immer vor Bonn. Meine ich wohl, dass die noch kommt. So, 5 Kilometer noch. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Bonn Hauptbahnhof auf Gleis 3. In Bonn haben Sie folgende Anschlussmöglichkeiten. Eine Regionalbahn nach Köln-Messe-Deutz über Reusdorf-Brühl. Abfahrt ist 11.33 Uhr auf Gleis 1. Eine Regionalbahn nach Bonn-Mehlen über Bad Godesberg. Abfahrt ist 11.37 Uhr auf Gleis 5. Eine S-Bahn nach Euskirchen über Rheinbach. Abfahrt ist 11.39 Uhr auf Gleis 5. Im Namen von DB Fernverkehr sowie dem Heim des Zugteams verabschieden wir uns von allen Fahrgästen, welche uns in Bonn verlassen. So, gehen wir schon mal runter auf 60. Da kommt es nämlich. So, ich glaube, den Rest macht die LZB, die AFB. So. Dann fahren wir jetzt schön geschmeidig in den Bonner Hauptbahnhof, hier ist nämlich jetzt 60. Das heißt, wir müssen hier quittieren. Genau, dann geht auch nichts schief. Wunderbar, klappt ja doch. Ein bisschen PZB kann ich dann doch. So, hier stehen schöne Maschinen rum. 155 dürfte das sein. Da kommt jetzt ein Flirt 3 entgegen. Auch sehr nice. So, und wir werden jetzt hier anhalten an Gleis 3 oder Bahnsteig 3, wie auch immer.
Werden nicht ganz in den Bahnsteig reinpassen wahrscheinlich. Oder an den Bahnsteig passen. Oder? Ich weiß nicht. Mal so eine Sache. Ah, könnte doch passen. So, da wären wir. In Bonn Hauptbahnhof. Aber doch noch so eben reingepasst. Stehen wir eigentlich hier auf unserem Zugzielanzeiger, wo wir hinfahren, oder hat der gar keinen? Das würde mich doch jetzt mal interessieren. Die Tür geht zu. Das heißt, wir bewegen uns weiter vorwärts, lösen die Bremse und schalten langsam auf. Nach wie vor 60, nee, 100. Immerhin schon wieder. Da fahren wir jetzt noch gute 20 Minuten bis Koblenz. Sehr geehrte Fahrgäste, im Namen der Deutschen Bahn und meines Tugteams begrüßen wir alle in Bonn eingestiegene Fahrgäste zur Fahrt nach Basel SBB über Koblenz, Mainz, Frankfurt Flughafen und Mannheim. Bitte beachten Sie, durch Bauarbeiten wird unser Zug ab Mainz über Frankfurt Flughafen umgeleitet. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten werden wir Sie ab Mainz informieren. Unser nächster planmäßiger Halt ist Koblenz. Ja, bis Mainz dauert es natürlich noch. Das wird in Teil 2 oder Teil 3 soweit sein. Nee, in Teil 2. Wir fahren von Koblenz nach Mainz, genau. Das wird dann in Teil 2 soweit sein. Und Teil 3 wird sich dann mit Frankfurt befassen. Und Teil 4 dann mit Basel SBB. So viel schon mal vorweg. Morgen wird es kein Video geben. Dafür dann wieder Donnerstag. Natürlich mit der linken Rheinstrecke für den TSW 3, der dann erscheint. Oder zumindest veröffentlicht wird. Freut euch darauf dann auf jeden Fall schon. Da wird es natürlich exklusiv ein Video von mir geben zu mit der neuen Baureihe 103. Freitag wird es dann wieder kein Video geben. Und Samstag bin ich dann den ganzen Tag in Leipzig. Da wird es dann natürlich auch kein Video geben. Aber dann wieder Sonntag. Und zwar das gesammelte Material aus Leipzig werde ich euch dann in einem schönen, kompakten Video präsentieren. Könnt euch jetzt schon mal drauf freuen. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei, euch das dann anzusehen. Und ihr freut euch da vielleicht schon drauf. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag. Hoffe ich zumindest.
Ich freue mich tierisch auf Leipzig. Ich war noch nie in Leipzig und ja, das einfach mal kennenzulernen, wird mit Sicherheit richtig schön, richtig spannend und ja. Schauen wir mal, was uns der Tag so bringt. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, sodass man dann schön spotten kann, ordentlich Material einfangen kann, um euch das dann zu präsentieren, so wie ihr es verdient habt. Wie gesagt, morgen kein Video, Donnerstag dann die linke Rheinstrecke im TSW 3, Freitag dann wieder videofrei und Samstag dann Leipzig und Sonntag dann das Video für euch. Also kommt eine Menge auf euch zu. Ich hoffe, ihr habt die Tage dann Zeit, euch das anzusehen. So, und noch sind wir heute hier am 14. März 2023 in unserem ICE 105 auf dem Weg von Köln nach Basel SBB. Im Moment auf dem Abschnitt Köln-Koblenz. Im ersten Teil des T-Pakets von JTG Baureihe 407 ICE 105 Teil 1. Gibt es käuflich zu erwerben bei JTG Join Together 7,55 Euro der Preis. So, wir sollten immer langsamer werden. Jetzt haben wir nämlich gleich ein Problem. So, das hätten wir soweit geschafft. Wenn du hier mal bremsen würdest, auf 100 bitte. So, das haben wir soweit. Kann auch nichts mehr anbrennen. Gerade noch rechtzeitig. Ja, ich merke schon, wenn ich zu viel laber, nicht auf die Strecke achte, dann geht's schief. Also ich muss mich da echt bessern, dass ich, wenn ich schon so viel erzähle, dann auch wenigstens auf die Strecke und auf die Signale und auf die Geschwindigkeiten achte. Weil sonst geht es einfach in die Wuchs. So, dürfte Rehmagen oder Oberwinter oder so sein hier. Die kurvige Strecke, die ist doch schon allseits bekannt hier. Die 100er Stelle. Das dürfte sich hier irgendwo bei Oberwinter oder so abspielen. Meine ich zumindest. Oder wo sind wir hier? Dürfte doch hier irgendwo gleich angeschlagen sein. Ah, Rolands Eck, alles klar. Steigen wir wieder ein. Dann ist das halt Rolands Eck. Jetzt kommt Oberwinter, aber da war ich ja gar nicht so verkehrt. So weit weg ist Rolands Eck, Oberwinter jetzt auch nicht von Rolands Eck. So, das ist hier natürlich ein ganzes Stück 100, das kennt man schon, wenn man die Strecke öfter fährt. Ist das eigentlich in der Realität so, dass dieses Teilstück hier zwischen Rolandseck und Oberwinter wirklich die ganze Zeit 100 ist? Klärt mich auf in den Kommentaren, ich wäre euch da sehr, sehr dankbar. Ich kenne das Stück leider nicht, von daher würde ich das gerne mal wissen wollen. Aber das hat sich ja dann gleich auch schon wieder erledigt. Dann dürfen wir gleich immerhin schon wieder 120 fahren. Ob wir überhaupt 200 fahren werden, ich glaube es bald nicht. Ich meine, auf dieser Strecke oder auf diesem Teilstück gibt es keine 200. Ich glaube, dass die Maximalstrecke oder Maximalgeschwindigkeit 160 km/h schon auch wegen den Regionalexpressen, die dürfen ja sowieso nur 160,
Außer natürlich der Münex. Schnellster Regionalexpress Deutschlands. Gezogen von einer 101 und umlackierten IC-Wagen. Die vornehmlich in Bayern fahren. München-Nürnberg Express brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wo die sich rumtreiben. Kommt das denn da Schickes entgegen? Güterzug mit lauter leeren Wagen. In allen möglichen Farben. Typisch DTG-Fahrzeuge. So, dann dürfen wir jetzt 120, vorher werden wir natürlich noch wahrscheinlich die SIFA drücken müssen, sage ich doch, und wir schalten auf. Mal wieder ein bisschen mehr aufschalten hier. Und da kommen dann schon wieder unsere 160. Sehr schön. Aber man kann auch verstehen, warum man hier mit 100 und 120 lang schuckelt. Es ist dann doch schon ziemlich kurvig. Besonders da hinten bei Rolands Eck Oberwinter. Also da wäre es schon abenteuerlich, da mit 160 oder gar schneller zu fahren. Von daher kann ich das schon verstehen, wenn das auch in der Realität so ist. Dann sind 100 km/h dort auf jeden Fall angemessen, würde ich jetzt so behaupten. Warum das dauernd auftaucht? PCB is locked while train is moving. Ist wahrscheinlich ein Bug oder so. Ich kann es nicht genau erklären, weil die PCB ist eingeschaltet. Die PCB will nichts von uns, von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber egal. Lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Ich glaube, man kann auch nicht alles erklären, was diese Simulatoren so für Probleme haben oder für Bugs haben. Wenn man das alles erklären könnte, dann wäre man, glaube ich, selber der Entwickler. Das sind wir nun mal nicht und müssen mit dem klarkommen, was uns hier geboten wird. So, und dann drücken wir jetzt nochmal die SIFA und dann beschleunigen wir auf 160 km/h. So, sind sich als nächstes. Am Rhein. Gleis 1 Süd werden wir das durchfahren. Und dann sind es gleich noch 34 Kilometer von 60, wohlgemerkt. Also da steht ein einsamer, verlassener RE auf dem Weg nach Köln, würde ich ganz stark behaupten. Jetzt mit dem RE natürlich eine etwas längere Fahrtstrecke. Weil der ja an jedem Bahnhof fällt. Oder so gut wie jedem Bahnhof. Noch schlimmer wäre es mit einer Regionalbahn, weil die halten wirklich an jedem kleinen Pipi-Bahnhof. Sei er noch so klein, sie halten. Regionalexpress durchfährt ja manche kleinere Bahnhöfe dann doch schon. Und aber von Koblenz nach Köln in meinem Regionalexpress, das ist dann schon ziemlich sportlich. Also wer die Zeit hat und... Okay, wer sich einen Fernverkehrszug nicht leisten kann, der fährt dann halt mit einem Regionalexpress. Hat auch seine Berechtigung, aber man ist dann halt länger unterwegs. Dessen muss man sich dann einfach bewusst sein, ne? Weil der halt an mehreren Bahnhöfen hält.
Ich weiß noch, wo es damals das 9-Euro-Ticket gab. Das heißt damals, war letztes Jahr Sommer war es ja. Da bin ich auch des Öfteren mit dem Regionalexpress gefahren. Hätte ich mir auch lieber sparen können. Es war ziemlich voll, davon mal ganz abgesehen. Ja, da musste man auch des Öfteren mal umsteigen oder längere Fahrzeiten in Kauf nehmen, weil er halt an mehreren Bahnhöfen angehalten hat, wo dann noch mehr eingestiegen sind. Ich will so etwas nie wieder erleben. Solche vollen Züge. Ich meine, das ist das 9-Euro-Ticket gab zur Entspannung. Absolut berechtigt. Absolut genial. Kein Problem. Aber die vollen Züge, die daraus resultiert sind, nein. Will man nicht mehr erleben. Ich will es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Ich habe es 2-3 Mal mitgemacht. Nie wieder. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt sein wird mit dem 49-Euro-Ticket, was jetzt ab April eingeführt wird. Werde ich mir eine Weile anschauen. Wenn die Züge da genauso voll sind, werde ich mir für eventuelle Spotterreisen trotzdem den Fernverkehr zu gönnen, weil der ist dann mit Sicherheit umso leerer. Wenn die Menschen dann sich in die Regionalexpresse zwängen, nein, danke, habe ich keinen Bedarf mehr zu und auch keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich für meinen Teil, no way. Super. So, 140. Kommt wieder mal ein Güterzug. Ach nee, sorry. Sorry, DTG IC1, gezogen von DTG Baureihe 101. So, wir werden hier mal die SIFA drücken und dann die AFB. Oh, das war zu viel. Das war zu much. So, 140. So, dann sind es noch 24 Kilometer. Es wird leider ein etwas längeres Video. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Da hört man die Boote schon. Die Frachter. So, gleich 110. So, wir sollen in 8 Minuten circa da sein. Bin gespannt, ob das klappt. Dann ist es gleich auch nur noch ein Katzensprung.
20 Kilometer, nicht mal mehr. Immerhin dürfen wir da wieder 130 fahren, ist das schon mal was. So. Da steht ein Güterzug mit Stahl beladen, wird das wohl sein? Stahlrohre. Vorne dran 155. Da steht noch eine schicke Diesellok. So, noch einmal runter, dann wieder hoch. Und dann sind wir schon fast da. In Koblenz, unserem ersten Etappenziel auf dieser langen Reise von Köln nach Basel SBB. Weiter geht es dann im Teil 2, den ich euch irgendwann in einem gesonderten Video präsentieren werde. Wir werden auf jeden Fall alle vier Teile durchgehen, so viel sei versprochen. Eine ICE3, sehr, sehr nice. In Doppeltraktion. Wunderschöner ICE, wunderschön. So. Kommen dann Koblenz auch immer näher. Wobei erst kommt Koblenz Stadtmitte. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch vor Koblenz Stadtmitte kommt. Kam da noch was vor? Ich meine nicht. Ich meine wirklich, dass nur Koblenz Stadtmitte kommt und dann schon Koblenz Hauptbahn. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Strecke jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Von daher kann ich euch das gar nicht so genau sagen, was da jetzt alles noch davor kommt. So, jetzt durchfahren wir Urmitz.
Brüssel. Weit ist es nicht mehr. Dürfte sich auch bald der Zugchef zu Wort melden. Mit der nächsten Ansage, dass wir in Kürze Koblenz Hauptbahnhof erreichen, auf Gleis 4, beziehungsweise Bahnsteig 4, und eventuelle weitere Reisemöglichkeiten durchgibt. So, 90 ist im Anmarsch. Das ist doch sehr schön. Schauen wir mal, ob die AfB das schafft. Das müssen wir bremsenmäßig und behilflich sein. Hier Versiefer drücken. Ich glaube, da sind wir mal ein bisschen behilflich. Das ist mir zu heiß sonst. Bremst ja gar nicht die AfB. So. Dürfte jetzt bald Koblenz Stadtmitte kommen. Weil allzu viel Fahrtstrecke haben wir nicht mehr. Und jetzt gleich nur noch 3 Kilometer. Auf jeden Fall kommt schon Koblenz Hauptbahnhof ins Sichtfeld. So, da ist Stadtmitte, genau. Ja. Da ist Stadtmitte. Ja, wo bleibt denn unser Zugchef? So, haben wir da was auf dem Signal zu stehen? Sieht nicht so aus, oder? Ah, doch, 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 doch. Jetzt schon mal runter auf 60. Sagte. Ja, hier Stadtmitte. Dann war das andere, was ist noch ein anderer Bahnhof? Weiß ich jetzt aber nicht welcher. Zugbeeinflussung. So, da wären wir in Koblenz. Türfreigabe.
So, wenn ihr mal ein bisschen sanft in den Bahnhof einrollen, an den Bahnsteigrand rollen, wollen wir hier niemanden irgendwie verletzen oder so, indem wir ihn mit dem Zug Sog auf die Gleise werfen. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So, und dann werden wir hier mal anhalten, würde ich sagen. So, das war's dann mit dem ersten Teil des Szenarios aus dem Themenpaket Baureihe 407. Teil 2 folgt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war am Anfang etwas holprig, aber zum Schluss hin hat es dann doch funktioniert. Wir sind heile angekommen in Koblenz. Das ist die Hauptsache. Im nächsten Teil geht es dann weiter nach Mainz. Mit unserer Baureihe 407, mit unserem ICE 105. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Denkt dran, morgen kein Video. Donnerstag die linke Rheinstrecke im TSW 3. Und Samstag Leipzig. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus und tschüss.